Hallo, hier ist der Juiced. Ja, weiter geht es mit meinen Messern. Hier haben wir wieder eine Tasche. Machen wir sie auf. Zack. Einmal glotzen wir hier. Aha, okay. Ja, ich greife hier immer. Ich wusste bis gerade noch nicht, welche da drin sind, aber jetzt wissen wir es. So, ich lege es wieder hier hin. Fangen wir vorne an. Zack. Civivi, Naja, 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 ja, sieht erstmal krass aus, wo man so denkt, so, okay, das kaufe ich mir nicht. Ja, wäre ein Fehler, das liegt top in der Hand, absolut Schneiteufel, muss ich ganz ehrlich sagen, geiles Teil. Mehr gibt es eigentlich gar nicht zu sagen, ist mit Flipper, zack, absolute Empfehlung. Man hat richtig was in der Hand. Schön dünn ausgeschliffen. Das Ding schneidet richtig geil. Das Zeichen von CWW. Zack. Wenn das mal einer nicht kennt, dann kann man vielleicht besser suchen. So, was haben wir hier? Ein Ruike. Das Husar. Oder halt P121-G. Ich denke mal für Green. Ja, Kugellager, Flipper, hochgebogene Klinge. Ja, ist mal was anderes. Dicker Griff aber. Also man hat ordentlich was in der Hand. Wer darauf steht, ja, wird da nicht viel falsch machen. Also müsste auch unter 50 € sein. Sollte man sich mal angucken. Ja, was Älteres. Und was Blaues. H6 Elegant. Das Elegant von Real Steel. Ja, mit dieser Küchenklinge. Küchenmesserklinge, wie auch immer. Das Blau sieht cool aus. Ich guck mal eben. Ja, ist ein Ticken dunkler in echt. Aber ja, gut, gibt es aber auch in anderen Farben. Also da muss keiner wegen der Farbe. Läuft auf Washer. Starkes Teil. Absolut starkes Teil. Was haben wir hier? Ah, ein Ganzo. Ein Ganzo. Und zwar das G727. Ja, der Buchstabe stand jetzt noch hier für Diggi. Ja, dieser Red One. Red Two. Ich habe ja einen Red One. Ist ein Ticken kleiner. Also, wenn das eine zu groß ist, das andere zu klein, der nimmt das. Ja, mit diesem Access Lock. Also ist super eingestellt, muss ich nichts dran machen. Ist natürlich immer Glückssache, muss ich dabei sagen. Ganz so. Ansonsten, ja, cooles Teil. Läuft wirklich geil. So, dann haben wir noch ein Ganz so. Zack, mit Liner Lock. Irgendein Spinnverschnitt. Was haben wir hier? G730. Ja, finde ich ein Ticken besser wie dieses G729 mit dem Access Lock hier. Das hat ein Liner Lock. Ja. Top Handlage. Zack. Absolut gute Bedienbarkeit. Wer nicht auf diesen Access Lock steht, ja, der greift dazu. Und ja, ich weiß nicht, bei Amazon haben sie jetzt auch schon ein paar. Wenn nicht, muss man halt bei Gearbest gucken. So, was haben wir hier? Aha, ein Böker. Ein Böker Magnum. Ohne Clip. Ohne Clip. Habe ich den dann damals geholt, wegen. Ja, weil der Hillybilly meinte, das ist geil und stabil. Und da hat er recht, ist wirklich stabil. Das Einzige, was mir wirklich fehlt, ist der Clip. Ansonsten schneidet gut. Wirkt wirklich absolut stabil, das Ding. Keine Ahnung. Wenn einer im Wald geht, ab in die Jackentasche, ab im Rucksack, hat man nochmal ein Backup bei. Lange Klinge.
Hohlschliff. Zack. Ich hoffe, man sieht's. Ja. Zack. Ausreichend Platz. Also ja, ein Backup fürs Backup fürs Backup. Wie auch immer. So, was haben wir hier noch? Aha. Ja, ich glaube, den Namen habe ich jetzt null drauf. Ach, da steht er. Das finde ich gut. Also, CRKT und da. Raikiri. Für solche Videos ist das top. Ansonsten könnte das nämlich alles ein bisschen kleiner sein. Wahrscheinlich hier noch drauf oder so. Keine Ahnung. Ja. So ein Future-Messer. Warte. So, hier hinten drehen. Das kann man drehen. Drehen. Den umlegen. Abmachen. Sauber machen. Drauflegen. Drehen, 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 drehen. Und umlegen. Fest. Bam. Geile Erfindung. Geiles Messer. Ja, sehr universelle Handlage natürlich. Ist definitiv, gehört das zu den coolen Messern. Ja, so würde ich es ganz gerne mal sagen. Was haben wir hier? Aha, ein 42A Messer mal wieder. Das Manly Comrade mit dem D2 Stahl. Manly. Und auch mit den 1, 2, 3 und auf Klicks. Ja, mir persönlich gehen die Stops mittlerweile auf den Keks. Wem das scheißegal ist, wer sich sagt, nein, das finde ich gut, kann sich dieses Messer ganz, 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 ganz un. Also, er kann sich's kaufen. Also, es ist eigentlich ein Top-Messer. Es ist wirklich ein Top-Messer. Auch im D2-Stahl, da brauchst du nicht irgendeinen anderen Stahl kaufen und extra Geld ausgeben. Nimmst du den D2-Stahl und fertig. Also, wie gesagt, wem die Stops nichts ausmachen, kann da zuschlagen. Ist ein geiles Teil. Ist 42A konform. Darfst du führen. Alles kein Problem. So, was haben wir dann da? Aha, ja. Da haben wir ein spezielles. Das hatte ich mal dem Stefan abgekauft, ein G-Star. Da muss ich euch dann natürlich in die Videobeschreibung schreiben, wie das heißt, weil ich denke nicht, dass es einer weiß. Wenn es einer weiß, kann es gerne reinschreiben. Falls ich es vergesse, läuft auf zweireihiges Kugellager. Ist absolut ein cooles Teil. Ja. Also wenn da jetzt nicht G-Star draufstehen würde, sondern irgendwas anderes, wäre das, glaube ich, ein guter Renner. Also man hat hier genug Platz. Es schneidet wirklich gut. Also, Hammer. Zack, zweireihiges Kugellager. Titan, ne? Also, ist schon extrem geil. Wie lang ist das überhaupt? Ich habe keine Ahnung. 22,8, irgendwie so. Also knapp 23 cm. Cooles, cooles Teil. Zack. Hammer. Und da muss ich dran denken, dass ich euch den Namen reinschreibe. So, ach, hier haben wir ein Ganzo. Das war wohl so die Ganzo-Tasche. Ganzo. Zack. Hier so ein Mega-Teil ist das. Da habe ich auch so ein Mega-Bändchen dran. Welches ist es? G723. Ja, Clip. Leider nur da, nicht von hier nach da. Mega Ding. Bei mir ist die, ich weiß jetzt nicht, ob man es sieht, geht hier oben ein bisschen weg. Also ein bisschen sehr verschliffen. Ansonsten läuft es top. Alles schön mittig. Lock steht auch top. Also ist ein Brocken. Wer mal was Größeres von Ganzo möchte. Ne, 7, 2, 3. Heftig. Gut, das war's schon wieder. Zack. Von mir. Ich bedanke mich bei euch.
und würde sagen, bis zum nächsten Mal. Tschö.